Und es geht weiter mit Let's Play Pokémon Rumble U. Ja, in den letzten Part haben wir uns ein bisschen schwer getan gegen Brutalanda, weil ich das mit der Antippkraft nicht so richtig gescheckt habe. Aber jetzt habe ich es gescheckt und jetzt habe ich mein geliebtes Brutalanda endlich bekommen. Aber ich sehe schon hier den ganzen Hardcore-Shit mit Groden. Und nun ja, ziehen wir uns das mal rein. Und es hat 321 Stärke, das nehmen wir dementsprechend auch rein. Dann haben wir hier Vulnona mit Flammenwurf. Die nehmen wir auch mal beide rein. Aber Flunschlick weiß ich nicht, ob ich den benutze, weil... Obwohl, Ladungsstoß vielleicht ganz... Ich würde lieber nochmal ein Feuer-Pokémon nehmen. Obwohl, ach, haben wir ja schon zwei Stück. Nee, da kommt okay, doch Flunschlick, der war eigentlich ganz gut. Ich will mich jetzt... Ich wollte zwar ein bisschen Variation reinbringen, aber ich sehe schon, im Moment muss man wirklich die stärksten nutzen, die man gerade hat. Das sind eben diese hier. Aber naja, mal sehen, was uns hier erwartet. Da waren noch so ein paar Extra-Ziele, wo man so richtig Hardcore haben will, aber ich glaube, die lasse ich lieber. Und erstmal die ganzen Formios down kriegen. Und der hat eine Antippkraft, die will ich haben. Weil die Antippkraft macht es ja schon einfacher und man ist ja öfter mal darauf angewiesen. Was ich mal mache, ist, dass ich mal... Scheiße, jetzt habe ich schon eine Rakete zerstört. Ich wollte die eigentlich nicht zerstören, weil man ja nochmal dafür einen extra Bonus bekommt. Weil wenn ich jetzt schon anfange, die kaputt zu machen, kann ich auch die ganzen anderen mit kaputt machen. Und bevor du zu irgendeinem angeschafft hast, töte ich dich mal lieber schnell. Ne, also... Und, oh, kommt schon der Boss? Altaria! Ich dachte, oder ist das nur ein Zwischenboss? Sumsel Altaria, okay. Ach Gott. Aber ich bin auch ein Drachen-Pokémon und... Komm, Antriebskraft. Haben wir noch gar nicht genug, stimmt. Verdammt. Oh, das laggt. Okay. Jetzt ist schon so viel los ist. Okay, down ist er, aber ich glaube, es war noch nicht alles. Ich glaube, das war nur ein Zwischenboss, oder? Ach nee, doch nicht. War da nicht gerade ein Papunga abgebildet oder sah es nur so ähnlich aus? Ja, haben wir natürlich jetzt nicht viel geschafft. Aber keine Raketen zu zerstören wäre auch, glaube ich, ein bisschen hart gewesen, weil es wären ja sonst immer mehr Pokémon dazugekommen und das wäre doch ein bisschen hart gewesen dann am Ende. Und noch die zwei Bälle eingesammelt, noch ganz schnell. Aber mal gucken, was bekommen wir jetzt so dafür? Oh, okay, ein bisschen viele Formeos. Und nur ein Wablu. Schade, hat nicht gereicht für ein Altaria. Aber Altaria ist jetzt auch jetzt nicht so der Drache überhaupt. Wenn man sich mal so welche anguckt wie... jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Dieser Drache aus der 6. Generation. Der lila, dieser pinke Drache. Der so aussieht wie Barney. Viskogon, genau. Genau, Viskogon. Der ist jetzt auch nicht gerade wirklich ein Drache, aber ich habe schon ein bisschen Schiss gegen den hier. Da ist auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon da mitzunehmen. Boah, unsere Sammlung wächst und wächst bis ins Unendliche. Also Brutalanda nehme ich schon mal mit, den werde ich auch spielen. Keldeo würde ich gerne dabei mitnehmen, auch wenn er jetzt ein bisschen schwächer ist. Obwohl, aber ich glaube, das lohnt sich langsam gar nicht mehr, den zu benutzen. Dann, oder Papunga. Rodon wird zwar bestimmt Feuerattacken können, aber Gigasauger macht ja trotzdem guten Schaden. Dann nehme ich aber das zweite Papunga raus. Aber komm, ein Wasser-Pokémon nehmen wir aber rein. Das war Enteron. Der kann nämlich sogar Toxin. Und... Ja, komm, ich immer noch... Ich mach vor mir ohne Chance. Der wird auch schließlich hier als der Stärkste angezeigt. Mal gucken, was er so drauf hat. Gegner stehen Schlange. Was hat das denn zu bedeuten? Jetzt habe ich mir dummerweise jetzt nicht die Ziele angeguckt. Ich habe mir schon gedacht, hier werden viele Feuerbot statt Boden-Pokémon kommen. Obwohl Groan ja ein Boden-Pokémon ist. Oh, Kapuno! Oh, gibt es hier etwa Trikefalo? Weil den finde ich noch epischer. Na gut, einer meiner Lieblingssachen ist immer noch Knackrak. Weil ich finde ihn einfach nur verdammt cool. Benutze ich auch fast immer competitive. Na gut, der ist auch verboten mittlerweile. Aber trotzdem finde ich den einfach nur episch. Und ihr könnt uns nichts. Vielleicht kann ich da auch langsam die ganzen Ballkapseln. Obwohl, da ist eine. Die holen wir uns jetzt auch mal schnell. Die
macht man die Rakete kaputt und die Badilbris dabei schnell mit angreifen. Okay, jetzt haben wir langsam auch die ganzen Boden-Pokémon, okay. Und ist auch schon der Boss. Und ja, der Boss, das wird noch lustig. Ja, ja. Hallo, Groan und ganz viele Score groß. Continent Groan. Ja, seine Kategorie ist tatsächlich Continent. Da steht sogar im Pokédex. Komm schon, schnell weg mit dir. Bevor du jetzt hier völlig ausrastest. Okay, das war einfach. Das war ein bisschen einfach. Scheiße, er ist aber nicht gefangen worden. Aber ich denke, es wird verdammt schwer sein, den zu fangen. Was haben wir schon dann auch alle Ziele schaffen? Das, ja. Okay, wir haben fast alles geschafft. Aber ich werde auch offscreen nochmal versuchen, dann die Pokémon einzufangen, die wir jetzt nicht bekommen haben, wenn es so besondere wie Groan sind. Das werde ich auch am Ende des Parts nochmal versuchen zu bekommen. Und was kriegen wir so? Mokrodon. Nidoking, ja, ganz cool. Ist nicht so, ist das Besonderste, aber doch ganz cool eigentlich. Dann würde ich ja gegen Shelterer kämpfen, obwohl Groan da vielleicht im Vorteil wäre, aber... Okay, und jetzt können wir hier wenigstens mal sehen, was hier die ganzen Ziele sind. Jetzt hier war es ja immer nur mit Fragezeichen versehen, aber hier sammeln wir mindestens 2 P durch Antippen. Wende den Antibomber an. Sehr effektive Flugattacke. Er schaltet den Kampf tagsüber. Ey, das ist fies. Ich nehme gerade abends auf. Das ist gemein. Wir haben nämlich gerade 22.12 Uhr. Das ist gemein. Aber ich nehme erstmal Nidoking mit rein. Obwohl, andererseits sind Pflanzen-Pokémon. Und Boden. Ja, ach komm, ich nehme es einfach mal. Ich nehme es einfach mal mit rein. Habe ich denn überhaupt eine Flugattacke? Obwohl, ich kann es ja eh nicht erfüllen, weil ich habe ja gar keine... ja, ich muss ja das ja tagsüber ja machen. Aber Wutalander nehme ich trotzdem mit rein. Ich finde Wutalander, ich finde den einfach so cool. Flammenwurf brauche ich, also Melona. Und, ja, Cognodon, wenn er hier schon angeboten wird. Aber ich will auch mal gucken, was in dem Gebiet da noch alles so fangbar ist. Wenn der Trick Gefahr los ist, dann würde ich das gerne nochmal machen. Aber wo das Spiel auf jeden Fall punktet, ist der Sammelfaktor. Das merke ich jetzt schon. Wenn man diese ganzen Ziele erfüllen kann und es scheint ja auch ziemlich viele Level zu sein und es soll auch sehr viel Postgame-Content geben. Im Gegensatz zu ein paar anderen Spielen. Pokémon XY. Pokémon Schwarz-Weiß. Ja, auf jeden Fall, ja, aber es läuft schon mal gut. Ich soll ja auch die Antibombe benutzen, werde ich dann auch gleich mal machen. Wenn die nützlicher wird. Naja, wie gesagt, ich hatte gar nichts mehr zu dem Pokémon selbst. Oh, komm, langsam benutze ich die jetzt mal. Es werden langsam ein bisschen viele hier. Und was ist das hier für ein Staubsauger? Kann ich jetzt hier Pokémon aufsaugen oder wie? Der ist von Shelterer. Der ebenfalls Kontinent. Komm. Ja, komm her, du. Ja, so. Oh, einer ist schon mal down. Aber ich kann jetzt auch nichts machen gegen. Ich wollte erstmal die Raketen hier kaputt machen. Bevor ihr noch mehr Mist fabriziert und... Oh, ich bin verwirrt. Nein! Ja, schnell! Erstmal Shellcrain töten. Und den Pokémon-Staubsauger würde ich auch mal gerne benutzen, wenn ich mal dazu kommen könnte. Aber der geht hier völlig ab schon. Okay, Nidoking war vielleicht doch nicht die beste Auswahl. Aber Volnona könnte ihn echt fertig machen. Wenn ich verliere, kann ich immer noch Volnona nehmen. Das wäre, glaube ich, auch viel schlauer gewesen. Komm, gleich ist er down. Gleich ist er down. Obwohl, gleich bin ich down. Scheiße. Ja, ach komm. Ich sterbe ja fast. Aber okay, er ist zuerst gestorben. Sehr schön. Okay, jetzt hätte ich doch irgendwie gerne Groan dabei gehabt. Aber ich glaube auch so stärkemäßig scheinen sich auch normale von legendären Pokémon nicht wirklich zu unterscheiden. Also dass vielleicht jetzt Groan jetzt auch jetzt nicht sowas Besonderes ist vielleicht.
Nee, zum Beispiel selbst Nidoking jetzt schon stärker sein kann als ein Rotalander. Obwohl da natürlich die Attacken wieder viel ausmachen. Und bekommen tun wir... Ja, jetzt nicht gerade die besten. Jetzt nicht so meine, jetzt nicht gerade meine Lieblings-Pokémon. Aber ich merke schon, das sind so Gegner, wo man... Oh, Butter, da ist, die heulen schon alle. Oh, Nidoking freut sich. Aber der war jetzt nicht wirklich gut. Ich will einmal kurz gucken, was man jetzt hier noch alles hätte bekommen können. Das sieht man ja mal so schattiert noch. Also Altaria ist klar. Hier hätte es so viel mehr noch gegeben. Duodino, Groudon, Lashoking, kenne ich da noch. Kapaloris, Magnetilo. Aber kein Trikefalo. Ich glaube, Kavalanza ist das hier noch. Ja, hier hätte es auch noch so ein paar interessante gegeben. Naja, aber zurück. Aber das ist, können wir auch, glaube ich, alles noch nicht so einfach machen. Und hier wollte ich nochmal in der letzten Stage nochmal gucken, was es da gab. Man packst du eigentlich nur noch... Okay, hier haben wir schon die Besten eigentlich gehabt. Jetzt, na gut, hier Luxtra vielleicht. Aber jetzt haben wir dafür ziemlich starke Pokémon und können damit nun zum Wunderbereich. Oh, und Bikini erwartet uns. Oh, groß, riesig, gigantisch. Karasek hat... Ja, der wird jetzt nicht viel nützen hier. Rotalander wird hier wieder ziemlich praktisch sein. Denn da kommen dann bestimmt wieder Feuer- und Psycho-Pokémon überhaupt dann. Nidoking könnte ja dann doch mal nützlich sein. Obwohl, dann mache ich das dann so, dann will ich das... Nein! Scheiße! Das Video zu zweit hier. Nein! Achso, dann kriegt man das zwei zufällige, okay. Na gut, aber vielleicht... Ja, scheiße. Egal, ich mache jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach. Und ich habe wieder vergessen, die Aufträge durchzulesen. Kann man die irgendwo sehen? Mal, schade, man kann ihn nirgendwo erkennen, das ist auch wieder so ein bisschen, das ist unübersichtlich so ein bisschen. Oh, was geht denn jetzt ab? Wie nice. Okay, man kann diese XL-Dinger aufheben, dann wird man einfach, dann kriegt man einfach mal so einen Gigapilz. Also das, was Bowser immer macht. Okay, das ist ja mal nice. Wie lange hält das denn an? Okay, das geht ja mal hier völlig ab. I feel so OP. Oh mein Gott. Hilfe, weg mit dir. Du hast viel zu viele KP. Und jetzt bin ich in einem Wasserstrudel gefangen gewesen. Okay, sehr schön. Und ich lasse gute Bockung haben. KP-Heilung. Da kommt auch schon der Boss, Victini. Aber er scheint alleine zu kommen. Triumph, Victini. Und der guckt voll böse. Anstatt so freundlich wie immer sonst. Aber er... Ja, okay, er hat natürlich Raketen bei sich. Und euch will das Negateil da haben. Ja, damit. Mach mich groß oder ich schlag dir in die Fresse. Oh, komm, halt her. Ich wollte echt noch ein bisschen die Pokémon besiegen. Aber ist jetzt ja weg. Oh, ein Arcani, das hätte es ja auch noch gegeben. Ach, das ist ja mal cool. Also jetzt kommen langsam auch die ganzen neuen Ideen zum Vorschein. Auch das haben wir. Das haben wir. Oh, wir haben alle Ziele erfüllt. Schön. Wir haben ja schon lange keine seltenen Pokémon mehr bekommen. Aber kriegen wir jetzt direkt Victini oder was noch epischeres vielleicht? Na gut, Victini ist jetzt auch nicht das Stärkste. Mensch, warum reicht es nicht mal gegenseitig an? Das ist asozial. Aber was bekommen wir denn jetzt dafür? Okay, 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 Violet, Arcani. Machomai? Machomai ist das ja. Aber Violet ist ein bisschen klein, oder? Auch wenn das nur so eine Figur ist. Es müsste eigentlich 10-mal größer sein. Dann hast du das jetzt halt noch Victini gegeben. Eigentlich alles, was man da so finden kann. Und hier gibt es, ja, zum Beispiel Snibunna sehe ich da. Bestimmt noch ein Aiopteryx. Ich glaube, ein Buffer. Ach nee, ist ja nochmal in Deutsch. Es gibt Pokémon, da kann mir echt die englischen Namen besser merken als die deutschen. Das ist voll krank. Na gut, aber wenn ihr schon ein Gesteins-Pokémon kommt, dann nehme ich auch mal Parasect. Und aus irgendeinem Grund hat es so ein ähnliches Geräusch wie Mewtwo. Ja, Violet nehmen wir mal mit. Machomai. Mit seinem Kreuzhieb. Und Shulkerain mit Gigasauger. Okay. Und oh, was geht denn hier ab?
Ach genau, die haben ja eine schlechte Pflanze, fällt mir gerade so ein. Ich vergesse das mal voll bei BG fast, dass er auch irgendwie Wasser ist. Weil das ist der Gigasauger das perfekte Mittel. Erstmal hier alles einsammeln. Und Nibuna. Oh, das Machomai ist ziemlich praktisch. Und dann die Welle einsammeln. Hat er noch ein paar 6-2-Attack? Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Oh, Miltank. Oh, Miltank. Böse Erinnerungen an Gold und Silber. Oh. Boah, ich meine, dieses Walz. Miltank mit Walz. Boah, das war so böse, ey. Ganz schlimme Erinnerung. Ja, komm. Okay, jetzt klappt es ziemlich gut. Ich werde auch mal beim Bosskampf gleich mal wieder eine Antippkraft verwenden. Weil schließlich haben wir die ja nicht umsonst. Oder ist auch schon Ei Opterix. Der Urzeitvogel. Ja, und weiter angreifen. Na gut, es bringt das nicht so viel, aber das ganze Drumherum können wir damit töten. Ja, komm. Und weiter, 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 weiter. Oh, okay, jetzt geht er richtig ab. Give me your HP! Da war es mal ein Urzeitvogel. Zum zweiten Mal ausgestorben. Aber haben nun auch alle Bedingungen erfüllt. Ja. Ja. Nein. Schade. Sehr schade. Naja, aber... Naja, mal gucken, vielleicht werde ich das alles mal offscreen machen, wenn wir mal ein bisschen stärker sind. Also ich werde eh wahrscheinlich, wenn wir mal so eine Welt geschafft haben, werde ich auch immer offscreen nochmal so ein paar Sachen nochmal vervollständigen. Oh, Magnaien. Cool. Nibuna. Ja, na gut. Miltank könnte vielleicht auch noch sehr interessant werden mit seinen vielen KP. Und cool, wir können tatsächlich noch das letzte jetzt noch abschließen. Und zwar auch nochmal gegen Skelabra kämpfen. Und wir brauchen... Da gibt es Giratina! Ey, das will ich haben. Das gehört nämlich auch noch zu einem meiner Lieblings-Pokémon. Giratina ist einfach nur episch. Nachthieb. Genau, das passt jetzt auch, weil jetzt kommen ja bestimmt viele Geist-Pokémon auf uns zu. Miltank werde ich mal mitnehmen, weil... Mit ihr Schlag hinter bestimmt gut reinhauen können. Ja, Pandir, du kannst auch gerne dabei sein. Natürlich muss ich mich auch von den Feuerattacken von Skelabra in Acht nehmen. Und dafür nehmen wir mal einen Vylord mit. Oh, andere Musik auch. Okay, das sieht richtig geil aus. Die Stage scheint auch jetzt größer zu sein. Oh, das ist cool. Auch so von den Lichteffekten, das gefällt mir. Also im Moment wird das Spiel doch gerade wieder besser. Ich habe am Anfang. Ich habe am Anfang gedacht so, ach, mal gucken, wie das wird und so. Und einfach nur mal so zocken. Und dann habe ich jetzt mal gedacht so, oh nee, nicht, dass jetzt mein, das so ein so Trial and Error ist, aber langsam gefällt es mir eben mal mehr. Ja, was ist denn das? Geld? Oh, ganz viel Geld! Ja, ich liebe auch Geld. Ja. Nein. Geld ist was Schönes, aber nicht alles. Nur leider wird das Geld heutzutage immer wichtiger. Naja, aber kann man nichts machen. Man muss mit der Gesellschaft leben, wie sie ist, leider. Schupitz! Weg mit euch! Und ich will auch gleichzeitig noch genug für die Antriebskraft sammeln, weil die werden wir bestimmt noch am Ende brauchen. Aber komm, wir haben auch gleich genug. Miltank macht einen sehr guten Job mit seiner Verwirrung. Ja gut, jetzt haben wir auch die Antriebskraft endlich. Aber es scheint auch länger zu dauern, dass so viele Gegner wie hier schon sind. Aber das gefällt mir echt, das Gebiet. Diese düstere Musik. Ich habe ja gesagt, den Soundtrack kann ich eigentlich nicht so leiden, aber der gefällt mir echt. Und jetzt haben wir auch mal langsam immer mehr Pokémon auch rein. Mensch, und hier ist irgendwie so ein... Hä? Warum ist da so eine unsichtbare Wand, die dann mal wieder wegstößt?
komisch. Oh, Rotom! Naja, solange es nicht die Waschmaschinenform ist, muss ich keine Angst haben, weil die Waschmaschinenform ist einfach nur asozial. Deswegen benutze ich die ja auch immer. Die Musik ist auch geil. Also die Bossmusik ist allgemein cool und da ist ja auch schon das Geleit Skelabra. Also diese Boss is Coming Musik ist immer ziemlich cool, finde ich. Ja, komm. Nieder mit euch allen. Da kommt noch mehr antippen. Okay, das war genug. Mehr kann ich nicht. Bevor es da sein Skelabra sein Mega-Feuerangriff macht, weiche ich mal wieder ein bisschen aus und kümmere mich mal um seine Gehilfen. Oder ist er down? Und? Gefangen? Na, schade. Weil Skelabra, habe ich auch gesagt, gehört auch zu meinen Lieblings-Pokémon. Von den nicht-legendären vor allem. Weil Skelabra plus Wahlschall ist einfach nur awesome. Ach, schade. Wir haben nicht mal das letzte erfahren. Verdammt. Aber auch das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, wenn wir stärker sind, weil damit wir es auch nur nach 20 Sekunden schaffen, müssen wir auf jeden Fall auch stärker sein, ein bisschen. Ich weiß nicht, können wir einfach mit einem Darkrai oder so mal hier hin. Ist schließlich das beste Unlicht-Pokémon, so gibt. Wenn man jetzt mal so welche wie Übeltal mal außen vor lässt. Oh, da Xenia ist jetzt so. Der ist absolut overpowered. Und Slibuna freut sich. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, im Multiplayer würde das mal richtig Spaß machen. Oh, was geht denn jetzt ab? Was ist das nur? Es ist ein schwarzes Kyurem. Sie hätten sich besser für immer dort vergnügen sollen. Mal sehen, wie weit sie kommen. Ein schwarzes Kyurem, wie es scheint. Interessant. Also diese kleine Story ist da auch schon drin. Jetzt will ich mal kurz gucken, was jetzt da noch alles war, weil es ist ja mehr alles ein bisschen sichtlicher. Ja, Skelabra. Ja, schade, die besten haben wir nicht bekommen. Auch Traumagil hätte ich auch noch cool gefunden. Ah, boah, Giratina, ey, den hätte ich sogar in dem Team gehabt. Naja, auf jeden Fall wäre das neue Gebiet erreicht. Wasserhügel. Und hier gucken wir uns mal die Story an. Und ein Spielplatz. So ein Klettergerüst. Oh, Celebi. Hört ihr das einsame Schluchzen? Alles wird gut. Gehen wir zusammen zum Pokémon-Laden. Wir wurden bestimmt weggeworfen. Ich bin so enttäuscht von den Menschen. Ah, okay, so denkt es. Celebi ist traurig und von dannen gezogen. Oh, und hier kommt schon direkt mal Naffi. Was? Ein Karpador? Am Ende? Okay, was das zu bedeuten hat, sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Bis dann.